Und damit begrüße ich euch zur Vuelta a España 2018. Wir machen doch noch ein Let's Play. Wo es zur Tour de France schon keins gab, dachte ich mir jetzt. Zwar ein bisschen verspätet, aber wir werden ein bisschen aufholen bei der Vuelta. Hier haben wir auch schon Fernando Torres, der aus der kleinen Lok rausfährt. Los geht's mit dem Prologzeitfahren. Wir spielen mit Bora Hansgrohe. Wir sehen schon Schwarzmann, Pöstlberger, McCarthy, Maika, Formolo, Burkhardt, Buchmann und Sagan. Unser Kapitän de la Route wird Emanuel Buchmann sein. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden, auch wenn er hier von den Werten her nicht der allerstärkste Fahrer ist. Also Maika und Formolo sind am Berg ähnlich gut. Wir fahren trotzdem für Buchmann. Ich glaube, der einzige Rundfahrer, den wir in Deutschland momentan so haben. Es sieht ja auch ganz gut aus. Diese Folge wird wahrscheinlich dann jetzt heute Abend noch kommen, also Freitagabend. Da lag Buchmann zumindest nach der Etappe am Donnerstag auf Platz 3. In Schlagdistanz eben zu Kwiatkowski und Molar, der das rote Trikot, das Führungstrikot getragen hat. So, wir gehen hier mal ein bisschen schneller durch. Wir wollen hier auch nicht ewig drin festhängen. Versuchen natürlich möglichst wenig Zeit zu verlieren hier beim Auftakt. Dann haben wir Diego Schwarzmann, der auch bei den US Open auf Collision Course mit Alex Zverev liegt. Im Achtelfinale könnte es, glaube ich, soweit sein. So, mal schauen, welchen Wert können wir denn fahren? 8,3 Kilometer ist das Ding lang. Schauen wir mal, was Schwarzmann so drauf hat. Der Michael, schöner Vorname, mag ich. Geht natürlich ordentlich den Berg rauf, aber hinten geht es auch wieder runter. Hier vorne gibt es gleich eine Zwischenzeitmessung, auch nicht schlecht. Quasi von der Rampe runtergerollt und schon geht es zur ersten Zwischenzeit. Da sind wir jetzt erstmal schwach, 21. mit 19 Sekunden Rückstand. Jetzt geht es hier den Berg hoch und danach geht es eigentlich nur noch bergab. Deswegen schauen wir jetzt mal, was Schwarzmann denn so an Energieverbrauch hat. Sagan ist einer der Top-Favoriten. Ich glaube auf Platz 4 genannt. Wen haben wir da vor uns? Pibernik. Freunde nennen ihn auch Pumpernickel. So, die Abstände schon relativ groß hier. 1 Minute 42 im Ziel. Natürlich sind noch nicht so viele Fahrer überhaupt unterwegs, aber dort wird wahrscheinlich so eher nichts werden, wenn wir so weiterfahren. Geht hier oben dann nochmal etwas flacher. Mal schauen, Schwarzmann natürlich eigentlich auch kein besonders guter Fahrer, kümmert sich so ein bisschen um Sagan. Ja, das geht dann doch relativ steil runter. Kann man sogar noch mehr Energie in der Auffahrt verballern. Das war jetzt nur ein bisschen zum Testen mit Schwarzmann. Also wir können schneller oben fahren, weil hinten raus geht da nicht mehr viel. Im Ziel 21. mit 1,51 Rückstand. Wahrscheinlich der letzte Platz momentan. Ja, sieht ziemlich so aus. Also das haben wir nicht so gut gemacht, hatten aber auch nicht den optimalen Fahrer. Ist natürlich die offizielle Starterliste, die wir hier haben. Also alle Fahrer, die hier im Original dabei sind, wie zum Beispiel auch Blowjob, Lindemann, schalalalala. Der ist natürlich auch hier dabei. Pöstlberger geht jetzt schon los. Geben wir ihm mal die 78. Mal schauen, was er da so leisten kann. Auch kein schlechter Prologfahrer, auch gut am Hügel. Hälfte mit 14 Sekunden Rückstand. Mal schauen, ob sich das dann oben ausgeht oder ob wir da immer noch mehr geben können. Na, ja, jetzt geht es gleich ins etwas flachere. Er kämpft da, das sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Und jetzt geht es ja eh nur noch bergab. Da verbraucht er gar keine Energie mehr und jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen was. Ja, so 78 ist gut. Im Ziel 21. mit 55 Sekunden ist jetzt auch nicht gerade eine Top-Zeit, muss man sagen. Diego Rubio kommt rein. Dann machen wir mal schnell weiter. Die Top-Favoriten werden wir noch häufig genug sehen. Wie gesagt, ich versuche jetzt hier ein bisschen aufzuholen, damit eben jede Etappe dann auch tagesaktuell kommt, so wie man das von früher auch kannte vom Kanal. Nutzen wir das jetzt bei der Vuelta mal aus. So, McCarthy auch nicht gerade in Topform. Minus 1 Tagesform, aber mit der Tagesform habe ich ja eh nie so viel Glück. Nur beim Abonnententeam. Da, wo es wichtig ist, da, wo es zählt, da bin ich immer da. So, McCarthy, können wir mal die Vierfache reinhauen. Danach konzentrieren wir uns auf Rafa Maika. Das ist einer der ganz wichtigen. So, jetzt geht es hier in die Abfahrt und die letzten Meter. Und dann, wie gesagt, 78 ist, glaube ich, gut gewählt. 1 Minute 4 Rückstand. Pavel Sivakov vor Nairo Quintana momentan. Relativ große Abstände. So, Daniel Moreno
Und wie gesagt, Rafa Majka, da bin ich schon mal gespannt. Das wird der erste Gradmesser für uns werden. Georg Breitler mit dabei. Natürlich Sergio Luis Enyau, mit dem ich ja gute Erfahrungen gemacht habe. Sepp Kuss. Ja, küsst die Hand, gnädig Frau. So, Maika, guter Prologwert, Tagesform eher auf 0. Inyao fährt auf Platz 5 rein, Adam Yates auf 7. Wen haben wir sonst von den Top-Favoriten? Natürlich Nairo Quintana. Ansonsten geht das eigentlich. Franco Pellizzotto auf 19. Wer ist vor uns da? Padun! Der kennt kein Pardon. Witzigkeit kennt kein Pardon. Ne, wir können schneller fahren, glaube ich. So, nochmal einen kleinen Schlusssprint mit Maika und im Ziel. 12. mit 18 Sekunden Rückstand. Das ist so in Ordnung. Damit können wir gut leben. Wir können also bei den Topfahrern, wenn die Fitness etwas besser ist, das werden wir jetzt gleich bei Formolo vielleicht mal versuchen, einen leicht höheren Wert zu fahren. So, Thomas de Gendt wieder alleine unterwegs, wie man ihn kennt. Dann Rudi Molar. Der Fahrer, dessen Name kein Mensch weiß, wie er ausgesprochen wird. Floris das Tier. Dries Devenüns. Und dann kommt jetzt da wieder Formolo. Ja, schlechte Tagesform, also wird das auch nichts. Dann wählen wir mal ein bisschen defensiveren Wert. Formolo ohnehin nur als Teamhelfer gedacht. Da auch gleich mal 15 Sekunden verloren. Mal schauen, ob er am Hügel ein bisschen was gut machen kann. Ja, das war zu defensiv, aber viel zu defensiv. So, komm, hau nochmal rein. Schlusssprint. So, 31 Sekunden. Das war eigentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass Formolo so stark jetzt ist. Dachte, er würde etwas mehr Zeit verlieren und vor allem etwas mehr Kraft verbrauchen. Da haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Markus Burkhardt, der ewige Helfer. Und danach geht es auch schon ins Eingemachte. Dann kommt Emanuel Buchmann. Viktor Campenaerts, Duchesne. Ein Franco-Kanadier. Lars Boom, Alexander Edmundsen, der hier schön mit dem Popo hin und her wackelt. So, Burkhardt geht von der Rampe, auch eine minus 2, also mit guten Tagesformen sind wir hier nicht gesegnet. Simon Geschke auf dem 20. Platz, von den Favoriten jetzt Richie Porte und David de la Cruz vorne. De Gendt sogar auf Platz 3 reingefahren. Abstände jetzt allerdings dann doch nicht ganz so groß. Maika mit 20 Sekunden ist auch noch vollkommen im reparablen Bereich, obwohl er, wie gesagt, auch nicht unser Top-Favorit ist, sondern wir setzen alles auf Buchmann. So, Markus Burkhardt mit der 78. Der hat damit allerdings ganz, kommt damit ganz gut ins Ziel. Jetzt ist er platt. Und im Ziel mit 1 Minute 14, 106. nur. Jetzt bin ich gespannt. Tagesform bei Emanuel Buchmann. Was sagt ihr? Ich sag eine minus 1. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Natürlich die ganze Armee wieder dabei. Michael Delage, Castroviejo, George Bennett. Dann können wir gleich die Kapitäne mal durchgehen, wenn Peter Sagan dann natürlich als unser Kapitän kommt. So, Garcia Cortina und die Tagesform plus 3. Yes, sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. So, von Beginn an mal, dann fahren wir jetzt natürlich ganz ruhig mit und schauen uns das an. Was da denn so geht bei Emanuel Buchmann. Jetzt geht es natürlich gleich schon zur ersten Sprintwertung, wo wir uns die Energie ja ein bisschen aufsparen. So, erste Zwischenzeit haben wir nur 7 Sekunden verloren. Das ist schon mal nicht schlecht. Das wäre jetzt nicht unser bester Part. Im Zeitfahren ist Emanuel Buchmann maximal passabel, sagen wir es mal so. Wen haben wir hier vorne? Garcia Cortina, der ist allerdings sehr schwach unterwegs. Jetzt nicht verkalkulieren mit den Werten. So, komm schon, Farms Eck. Und jetzt in die Abfahrt.
Jetzt sollte er eigentlich keine Energie mehr verbrauchen. Schau mal, komm, hau rein, Junge. Und im Ziel. Fünfter mit 5 Sekunden. Jawohl, Quintana geschlagen. Guter Start für Emanuel Buchmann. Wirklich guter Start. Gute Tagesform natürlich auch am Start gehabt mit einem 74er Prologwert. Dann dabei gewesen, Hügelwert nochmal gesteigert. Damit verlieren wir nur 5 Sekunden auf Richie Port. Da kommt Eduardo Brades. Dann Sergio Padilla. Sind wir schon bei den Kapitänen, genau. Dann natürlich auch Nasser Bohani, der hier schon überholt wird von Cummings. Na gut, es sind nicht die Stärken von Nasser Bohani. Stephen Cummings mit 7 Sekunden bei der ersten Zwischenzeit gemessen. Und im Ziel 20 Sekunden. Dann natürlich Miguel Angel Lopez. Tony Galopin, den man auch für heute sicherlich noch auf der Rechnung haben muss. Wilco Keldermann. Glaube ich, ein bisschen Zeit verloren jetzt auf einer der Etappen. Dann Ilnur Zakarin für Katjuscha dabei. Nur 2 Sekunden Rückstand. Vierter. Das kann nochmal eine richtig gute Zeit werden. Dann Bauke Mollema und vorne hat sich nochmal was geändert. Wilco Keldermann zeitgleich mit Richie Port. Dann schauen wir mal, was Zakarin da leisten kann. Der fährt auf jeden Fall einen guten Gang rein. 5 Sekunden vor Richie Port, also Bestzeit nochmal. Damit jetzt 11 Sekunden Rückstand für Buchmann. Bauke Mollema wird, denke ich mal, nicht den Tagessieg holen können. Rigoberto Urán auch nicht, aber er fährt so in der Emanuel-Buchmann-Liga. Schauen wir mal. Ja, haben wir knapp geschlagen. Dann Thysje Bennoth, Peter Sagan dürfen wir nicht vergessen. Den hätte ich jetzt gerade schon beinahe vergessen. Gut, der wird keine Rolle spielen. Dann Thibaut Pinot. 10 Sekunden hat der Rückstand. Wird schwierig werden für ihn. Mal schauen, wo reiht er sich ein. 16. Platz, Kwiatkowski. Kommt ums Eck, Peter Sagan mit der Minus 1. Trotzdem natürlich sehr, sehr gute Werte. Gehen mal weiter vor, wieder Richtung Ziel. Da ist Emanuel Buchmann auf Platz 7 inzwischen. Kruiswijk kommt rein, wird auch keine Topzeit werden. Simon Yates wird auch nicht ganz vorne reinfahren, genauso wie Viviani. Daniel Martin auch nicht der perfekte Prologzeitfahrer. Rowan Dennis kann natürlich noch eine Topzeit fahren. Was macht Peter Sagan? Der hier mit der Nummer 1 an den Start geht, auch nicht schlecht. Weltmeistertrikot darf er heute nicht tragen. So, Rowan Dennis kommt gleich rein. Mal schauen, wird es eine neue Bestzeit? Rowan Dennis, übernimmt er wieder das Führungstrikot? Reicht nicht für ihn. So, jetzt schauen wir, was Peter Sagan hier noch zu liefern hat. Muss er natürlich auch langsam mal ums Eck schießen. Ansonsten wird es knapp mit der Kraft. Das wird sehr, sehr knapp mit der Kraft. Oh, oh, oh. Oh je, wir haben uns verkalkuliert. Bei Peter Sagan. Der ist durch. Der verliert jetzt hinten raus doch nochmal Zeit. Mal schauen, wie viel da wird er werden. Das wird richtig übel. 51 Sekunden. Also bei Peter Sagan haben wir uns verkalkuliert mit der Kraft. Da war die Tagesform anscheinend nicht gut genug. Ist nicht schlimm. Er ist eh kein Gesamtwertungsfahrer. Hätten natürlich vielleicht mal das rote Trikot irgendwie auf den hügeligen Etappen demnächst übernehmen können. Aber was soll's. Emanuel Buchmann auf Platz 9. Das ist schon mal richtig gut. Wir haben ihn vorne bei den Favoriten platziert. 12 Sekunden ist auch nicht die Welt. Und wenn er weiterhin so gute Tagesform hat, dann können wir da vielleicht sogar... Ich weiß gar nicht, was ist das Ziel? Die Top 10, die Top 5? Müssen wir mal gucken. Nachwuchsfahrerwertung. Sind wir nicht mal mehr dabei. So alt ist der Sack schon. Boah, Hansgrohe auf Platz 8. Können wir mit leben. Peter Sagan ist natürlich ein bisschen schade, dass er da mit der 79 nicht so mithalten konnte, wo Emanuel Buchmann eigentlich noch locker dabei war. So, das war die erste Etappe. Die zweite Etappe sieht man schon. Wird auch wieder ein richtig enges Höschen. Da ist Valverde, Daniel Martin, Nibali sind da die Top-Favoriten. Pavel Sivakov, auf den wird gezoomt. Wird sein Trikot als bester Nachwuchsfahrer heute nach Kräften verteidigen. Da bin ich überzeugt von. Also bei den Top-Favoriten sind wir nicht genannt. Versuchen möglichst wenig Zeit zu verlieren. Mit Emanuel Buchmann, der auch wieder die Tagesform plus 1 hat. Also der Mann ist einfach in Top-Form. Die Vuelta liegt ihm. Nachdem er dieses Jahr auch die Tour de France ja ausgelassen hat, ein bisschen Kräfte gespart hat, gibt es da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit zu glänzen. Würde mich sehr freuen. Und wir haben auch ein wirklich gutes Team. Wir haben Formolo, wir haben Maika, das sind Fahrer, die auf einem ähnlichen Level sind.
die ihm am Berg immer wieder ziehen können. Wir haben Peter Sagan am Hügel, der für ihn auch mal das Tempo machen kann, beziehungsweise eben auch die eigenen Interessen so ein bisschen verfolgt. Berg der zweiten Kategorie ist natürlich eigentlich ganz cool. Direkt zum Start. Sorgt immer für ein super schnelles Tempo und wahrscheinlich einige Sprinter, die erstmal schlucken müssen. Da kann man nur hoffen, dass Blowjob Lindemann auch in der Gruppe ist. Da schluckt alles weg. So, wir generieren noch ein paar Kreuzungen. Das, was der Lukas auch so gerne macht. Im Ladebildschirm. Das ist echt immer schlimm. Ah, gut, der Laptop ist aus Holz. Was soll man machen? Sind die Termiten drin. So, ab geht die Post. 9. Platz. Wäre ich froh, wenn wir das jetzt verteidigen können auf dieser Etappe. Trafico! Ordentliche Beule in der Hose hier, der Mann im grünen Trikot. Wahrscheinlich Nibali oder wer auch immer. Jo. Was? Nein, danke. Wieso kommt denn jetzt das Tutorial? So, Buchmann plus 3, sauber. Beschleunigung bringt das nicht viel, aber alle anderen Werte gehen wieder steil nach oben. Wir fahren mal schnell nach vorne. Wir stellen auch mal einen hohen Wert ein. Ich weiß nicht, Richtung Bergtrikot. Können wir mal gucken. Ja, vom Molo ist zu weit hinten. Naja, Maika würde ich eigentlich ungern fürs Bergtrikot abstellen. Ich glaube, dass das schwierig wird sonst. Wir brauchen die Helfer am letzten Berg. Von daher würde ich das jetzt erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Wenn natürlich jetzt hier in der Gruppe keiner attackiert, dann würde ich mit Buchmann da schon mal reinfühlen. Dann hätten wir nämlich das Bergtrikot auf unseren Schultern. Aber ich denke mal, dass gleich eine Attacke kommen wird. Ich würde nur gern schon mal nach vorne fahren. So ein bisschen raus aus dem ganzen Pulk. Der Berg geht noch sehr, sehr lang. Aber es möchte keiner so richtig attackieren. Jetzt formiert sich hier zumindest mal ein bisschen das Tempo. So, da kommen jetzt die Attacken. Gastauer, okay, da bildet sich dann doch eine Gruppe. Die werden wir jetzt einfach auch mal gehen lassen, hoffe ich, vom Feld. Johannes Fröhlinger ist dabei. Dann Brades, Kudus, Gastauer und Masbonet. Am stärksten wird wahrscheinlich Brades sein, der Capitano. Vom Euskadi-Team ist das, glaube ich. Euskadi Murias. So, und ja, ne, Masbonet hat sich da noch geholt. Hinten hat Schwarzmann schon ein bisschen Probleme. Ich sollte vielleicht auch mal Beschützer noch mit an die Hand geben. Wäre, glaube ich, ganz intelligent. Auch für Peter Sagan, beziehungsweise komm, wir machen mal die deutsche Kombo. Machen wir Burkhardt für Buchmann. Und nehmen McCarthy für Sagan. Dann gibt es auch gleich Zwischensprints, die uns allerdings wahrscheinlich nicht viel nutzen. Gibt hier für die ersten drei 4, 2 und 1 ein Punkt. Und im Finale gibt es dann 3 Bergpunkte nur und 25 Punkte natürlich wieder für den Sprintsieger. Huch, auch nicht schlecht. Kurz mal durch den Acker gefahren. Wir sind direkt durch Gerhard Schröder durch. Jo, wie gesagt, guter Prolog von Buchmann. Wir liegen ungefähr so, wie er in der Realität auch liegt, wo er da ja sogar noch etwas besser liegt. Ich glaube, da sind es nur 7 Sekunden Rückstand. Auf die Topfahrer, wie gesagt, Keldemann ein bisschen Zeit verloren. Richie Porte, der endlich mal den Durchbruch ja auch sucht bei einer großen Rundfahrt. Dann Rowan Dennis haben wir sogar geschlagen im Prolog. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Natürlich alles bedingt durch eine super, super, super Tagesform. Und das Finale ist schon sehr steil. Wie viele Kilometer werden das sein? Es sind höchstens 3, 4, 5 Kilometer. Wenn überhaupt, also schon wieder mal ein gutes Tempo reinfahren. Schwarzmann, derjenige, der uns vielleicht für die Sprints mal in Position fährt, wenn wir mit Peter Sagan da reinhalten, haben wir natürlich schon ordentlich gute Werte. 81, 82 Kopfsteinpflaster, ist schon Wahnsinn, der Typ. Der kann eigentlich alles, nur am Berg hat er natürlich etwas seine Schwächen. Wenn wir uns die anderen Favoriten mal anschauen.
Vincenzo Nibali, Valverde, Rowan Dennis, Damon Martin. Gut, Rowan Dennis wird sicherlich nicht zu den Favoriten gehören, ist schon ein sehr, sehr guter Allrounder. Aber wenn es dann zu steil wird, ist er raus. Genauso bei Daniel Martin, der auch eher zu den Puncheuren zu zählen ist, wenn die Anstiege zu lang werden. Er kann das schon, aber bin ich mir nicht sicher, ob er da ganz mithalten kann. Wobei er natürlich am Berg eigentlich sogar stärker als Buchmann ist, deutlich sogar. Simon Yates ist dabei, Kruijswijk für Team Lotto NL. Die haben natürlich auch noch andere gute Jungs dabei. Der Sepp Kuss, Blowjob Lindemann natürlich auch dabei, Kwiatkowski, Castroviejo. Das läuft schon ziemlich gut. Oh. Jetzt ist Blowjob Lindemann gestürzt. Ich weiß gar nicht. Blowjob Lindemann ist in einer Gruppe mit Cummings. Auch nicht schlecht. Das lasse ich jetzt mal nicht unkommentiert. Natürlich. Wir sind schön vorne platziert. Ganz entspannt fahren wir hier vorne rum. Noch 93 Kilometer. Wir machen die nächste Etappe wahrscheinlich auch noch. Je nachdem, wie schnell das jetzt hier auch vonstatten geht. Müssen wir, glaube ich, nochmal Wasser holen schicken. Den guten Herrn Schwarzmann, den ich mindestens dreimal in diesem Let's Play wahrscheinlich Schachmann nennen werde. Da bin ich sehr gespannt, wie gesagt, was die Vuelta so bringt. Chris Froome ja nicht dabei. Lukas hat auch erzählt, dass wenn er die Tour de France gewonnen hätte, der Chris Froome, dann hätte er wahrscheinlich die Vuelta auch noch mit ins Programm genommen. Einfach, um es wahrscheinlich allen zu zeigen. Das Tempo ist jetzt doch ziemlich hoch. Wir haben einige Probleme. Vorne macht BMC mit Joey Roskopf, macht er das Tempo. Das Tempo. Ausreißer sind ja auch nicht ganz schlecht, wenn man sich die so anschaut. Kudus, auch sehr gut am Berg. Mas Bonnet, Brades, Johannes Fröhlinger, Ben Gastauer. Das sind alles sehr, sehr gute Jungs. Und Emanuel Buchmann ist jetzt nicht dafür bekannt, in der Ebene eben auch so einen richtig guten Gang zu drücken. Muss man hoffen, dass in der Anfahrt zu einigen Bergen das Ganze nicht ganz so schlimm wird. So, Peter Sagan sieht immer noch sehr fresh aus, genauso wie Buchmann. Formolo hat leider schon ein bisschen gelitten, genauso wie Maika. Können wir mal Formolo beschützen lassen, der hat auch einen guten Beschleunigungswert. Der kann uns dann in den Hügel rein nochmal ein wenig begleiten. Dann fahren wir heute für Sagan. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der Mann relativ gut ist und hängen einfach Emanuel Buchmann hinten dran. Ich hoffe, dass das ihn nicht überfordert. Aber wir können hier ja auch auf Pause stellen. Das ist schon mal ganz gut. Muss man sich jetzt vom Multiplayer gerade wieder ein bisschen umgewöhnen. So, hinten wird das Tempo nicht wirklich lang. Doch, jetzt wird es wieder langsamer. Haben sie wohl gemerkt, dass es auch die eigenen Kapitäne ein wenig überfordert. Geht es jetzt zur nächsten Bergwertung der dritten Kategorie. Mas Bonnet wird das Bergtrikot tragen vor Eduard Brades und Johannes Fröhlinger als Dritter. Vorsprung 1 Minute 20, das wird jetzt gleich vorbei sein. Wir schicken Schwarzmann nochmal Wasser holen. Wird wahrscheinlich das letzte Mal sein für diese Etappe. Vorne die 5 Ausreißer werden gleich eingeholt sein. Claudio Pizarro wohnt übrigens hier. Ne, seine Frau Pizarra. Die wohnt in Bizarro World. So. Der schwarze Schachmann. Na, das Feld ist jetzt schon sehr lang gezogen. Also, Tempo wird schon wieder forciert. Die Gesamtwertung hier oben wieder tipptopp. Da kann man nicht meckern. Schön, dass das verändert wurde im 18er. Ich merke eh keinen Unterschied. Nibali relativ weit hinten. Schwarzmann jetzt, naja, noch nicht ganz mit letzter Kraft, aber es kostet ihn schon ordentlich Kraft. Na toll, Alter. Jetzt wollte ich extra irgendwie rübersteuern. Das war jetzt eher kontraproduktiv, dass ich ihn gesteuert habe. Na komm schon, Junge. Das schaffst du nochmal. Ja, ein bisschen merkwürdig, wie das Feld hier dauernd durcheinander gewürfelt wird. So, da haben wir Buchmann. Und jetzt haben wir auch das Wasser. Noch 22 Kilometer. Die Ausreißer sind immer noch vorne weg. Noch 50 Sekunden.
Spricht natürlich für einen schnellen Rennverlauf hinten raus. Auch sehr, sehr hügelig. So, muss gerade mal ganz kurz die Werte anschauen, die ich natürlich noch nicht so 100% im Kopf habe. Na, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne noch einen Fahrer haben. Weil ich mache jetzt doch mal wieder meinen Zug. Machen wir mal Jay McCarthy. Danach kommt schon Maika. Dann Formolo. Sagan und dann Buchmann hinten dran. Der versucht eben, soweit es geht, mitzugehen. So, erstmal sammeln. Hoffe, Buchmann ist, glaube ich, nicht dran, wenn ich mir den Pulswert so anschaue. Komm schon. Ach nein. Okay, wir müssen ja noch nicht schnell fahren. Das Tempo ist eh ein bisschen raus. Kann Buchmann dann ganz in Ruhe ranfahren. Ist er jetzt da? Jo. So, dann können wir jetzt ein bisschen rausfahren. Ein bisschen regenerieren vielleicht sogar. Peter Sagan sieht noch sehr fresh aus. Buchmann regeneriert jetzt auch noch ein bisschen. Wenn auch nur minimal. Tempo ist jetzt so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Windkanten fahren natürlich. Der Sky-Fahrer muss jetzt genau uns vor die Nase fliegen. Das wird ein spannendes Finale. McCarthy fährt uns da jetzt mal rein. Na, Buchmann. Wie gesagt, so gut es geht, mit Sagan mitkommen. Huch, nein. Ich habe wieder mein altes Syndrom aus Versehen den Rechtsklick machen. Jetzt schon das Tempo hochhalten. Dass da keine Lücken reißen. BMC macht das Tempo auch nochmal schneller. Wo ist Buchmann? Ja, muss jetzt, hat schon wieder das Hinterrad verloren. Boah, Maika geht auch schon ordentlich kaputt. Das ist aber nicht lang. Es geht wirklich nicht lang hoch. Bedeutet, dass McCarthy jetzt echt nochmal alles reinhauen kann. Es sind nur 5 Kilometer. Die natürlich sehr steil sind. Maika übernimmt jetzt gleich nochmal kurz. Dann kann Formolo das Ganze nochmal etwas schneller machen. Schaut es hinten dran aus, da kommen schon die Konkurrenten. Sagan sieht noch sehr gut aus. Buchmann, jo, geht jetzt ziemlich kaputt. So, da kommt auch schon eine Attacke. Sagan muss jetzt mit raus. Formolo, geh weg! Oben wird's flacher. Komm. Da kannst du mitgehen, Buchmann. Na komm, gib alles. Auf. Sprinte noch mal. Und ja, Dritter werden wir wohl werden, hinter Valverde. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da haben wir Sagan natürlich ganz mies benutzt als Helfer. Aber Buchmann mit der guten Tagesform kann mithalten. Valverde, Nibali, da kriegen wir sogar ein bisschen Zeitbonifikation, machen also einen kleinen Sprung in der Gesamtwertung. Sehr, sehr gut.
Also Valverde von Nibali, Buchmann, Sagan wird nur Fünfter. Vielleicht sogar früher nochmal mit Buchmann rausgehen können, aber da sieht man mal, was so ein Beschützerzug tatsächlich dann auch bewirken kann, wenn man so tolle Helfer hat. Wobei da jetzt Maika und Formolo noch nicht so stark den Ausschlag gegeben haben, wie sie es vielleicht später an den steilen Hügeln auch können. Ja, es lief gut. Also Buchmann auf dem dritten Platz. Damit können wir schon mal gut leben. Michael, die alte Wutz, auf dem sechsten Platz. Keldermann auf 8. Mal schauen, vielleicht gab es ja ein paar Zeitabstände. Ob die da schon gewertet werden, werden wir sehen. Schwarzmann hat es auch noch geschafft. Da sehen wir Buchmann. Wie gesagt, dritter Platz ist super. Schauen wir in der Gesamtwertung. Uiuiuiui, da gab es ja richtig Abstände. Also 24 Sekunden, 45 für Martin, eine Minute. Da wurde sehr, sehr genau gemessen. Bedeutet in der Gesamtwertung Buchmann auf dem dritten Platz. Und wir haben uns schon einen schönen Vorsprung nach hinten gearbeitet. Läuft. Läuft richtig gut. Sagan auf 7. Nibali und Valverde vor uns. Wird natürlich schwer, die zu schlagen, aber Respekt. Bergwertung haben wir auch noch ein Pünktchen geholt. Punktewertung sind wir auf dem vierten Platz. Nachwuchsfahrerwertung sind wir nicht dabei. Und in der Teamwertung führen wir auch. Also läuft doch ziemlich gut. Nicht schlecht. Ein Sieg für Valverde. Buchmann wird Dritter. Wie gesagt, er wird nicht immer die Plus 3 haben, aber vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück mit unseren Tagesformen. Da würde ich trotzdem sagen, ich mache jetzt mal hier schon den Cut. Ist eine erfolgreiche erste Folge. Ich würde gerne mal mit einem Erfolg irgendwo rausgehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's von Miras nach Alhaurin de la Torre. Klingt auf jeden Fall, als würden wir durch Mittelerde fahren. Ich sage Dankeschön fürs Schauen. Beim nächsten Mal ist Peter Sagan der Top-Favorit und wir werden natürlich auch für ihn fahren. Können jetzt nicht jede Etappe für Buchmann fahren. Das hat sich jetzt in dem Fall angeboten, aber mehr ging, glaube ich, bei Peter Sagan auch nicht. Selbst wenn wir mit Emanuel Buchmann ihn beschützt hätten und andersrum das gemacht hätten. Aber so ist es besser. Wir fahren ja für Buchmann. Unser Capitano für die Vuelta 2018 ist dieser gute Mann. Und deswegen sage ich Dankeschön fürs Schauen und in der nächsten Folge spielen wir dann die dritte, vierte und vielleicht auch die fünfte Etappe. Also, bis dann.